Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Forza Horizon 2. Ja, ich habe ja gesagt, ach ja, Tuning habe ich ja gesagt. So, das hatte ich ja gemeint, dass wir da noch ein bisschen was machen können. Ich bin ja gespannt, was man da überhaupt machen kann. So, individuell. Was kann ich für dich tun? Jo, das werden wir jetzt sehen. Könnte man, warte mal, rein theoretisch, könnte man einen anderen Motor einbauen? Nee, aber man könnte zum Beispiel einen Twin-Turbo draufklatschen. aber ich glaube, der hat ja schon Antrieb, könnte man, okay, klar, auf Heckantrieb. Hat der, nee, Kompressor, ist der Kompressor aufgeladen? Nee, eigentlich nicht, gell? Eigentlich nicht, nee. Aber ich denke, man könnte vielleicht nochmal ein bisschen was machen. Zum Beispiel so eine schärfere Nockenwelle. Das wäre doch was. Und dann bei den Reifen. Gibt es da irgendwie eine Reifenmischung? Kann man da noch was machen? Nee, der hat schon die richtig geile Reifenmischung. Breitere Reifen. Ja, machen wir doch so 85er vorne. Und was kann man hinten? 3,55 oder 3,65? Ja, alter Schwede. Geht natürlich was vorwärts. So, Beschleunigung, Handling ist alles richtig gut. Bremsen hat er wahrscheinlich auch schon die besten. Ja, so ist es. Heck- und Frontstabilisatoren. Bringt mir das viel? Nicht so wirklich, aber wir bauen es mal trotzdem ein. Kann man ja... Kann ja nichts falsch machen hier, ne? So, Federn und Dämpfer. Jawohl, dann liegt die Karre auch noch richtig gut tief. So, dann passt das soweit. Ist halt die Frage, die Originalfelgen gefallen mir schon richtig gut. Also, es gibt jetzt eigentlich, ja, finde ich schon richtig gut. Aber hier kann wahrscheinlich, bis auf die Forza-Lip, obwohl die gar nicht schlecht bei dem ausschaut, wahrscheinlich so eine fette Frittentheke. Nee, die bringt's nicht. So, und da würde ich sagen, das lassen wir so. S2 956 kann man schon mal so lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins erste Meisterschaftsrennen. Ab geht die Post. Alter Schwede. Guckt mal euch an, wie der marschiert. Alter. Der marschiert, das ist ja unglaublich. So, Veranstaltung beitreten. Circuit Grandes. Grande oder so. Konnte ich gerade noch lesen. Bin jetzt mal gespannt. Ja, wie die anderen Autos auch so abgehen werden. Oder ob die auch so abgehen werden, ist jetzt halt die Frage. Hypercars, Nizza Massena, Veranstaltung. Eins von vier Rundstreckenrennen. Jawohl, auf jeden Fall auch schon mal ein Aventador am Start. Bugatti Veyron. Krasser Scheiß. Auf jeden Fall. Gucken wir mal in die Startaufstellung rein. Jo, sind schon ein paar Leute dabei, ne? Alter, 990 im Bugatti. 960 im Veneno. Und nochmal 990 in der Bugatti. Krasser Scheiß. Würde ich mal sagen, ab geht die Post. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt so zurechtkommen. Das ist die große Frage. Der geht richtig gut quer. Shit. Komm. Eieiei, der schiebt schon richtig gut auf jeden Fall. Das Problem ist, dass die anderen so Grip-Monster sind. Oh, der war wieder viel zu spät. Ja, das ist das alte Spiel, ne? So, hier kommt ein bisschen schneller, geht das doch hier, oder? So, komm, find Grip. Lambo. Das ist ein Hennessy, oder? War das rechts gerade neben mir? Bin mir gerade gar nicht sicher. Und irgendwie so ein bisschen Probleme habe ich schon irgendwie mitzukommen. Weil er mir halt doch sehr, sehr gerne quer in die Kurven reingeht. So. Aber jetzt kommen wir, so langsam kommen wir wieder ein bisschen ran hier. Aber wenn ich natürlich hier die ganze Kacke da mitnehme. So, hallo. Oh shit, da ist eine Kante. Fuck, die habe ich nicht gesehen. Bin ja mal kurz vom Gas gegangen. Können uns direkt wieder ein bisschen hier nach vorne preschen. Hallo. Liebe Freunde, ja, Königseck hier auch am Stissel.
auch am Start. So, und dem heizen wir jetzt hinterher. Ja, speedtechnisch bin ich ein bisschen unterlegen hier. Alter Schick, guck mal, wie die abziehen. Schon krass. So, jetzt hänge ich mich hier hinten in den Windschatten. So, ein bisschen hier angeeckt, kein Problem. Erster ist Bugatti. Erster ist Bugatti. Yeah. So. Jetzt hängen wir uns hier wieder in den Windschatten rein. Jetzt aufpassen beim Anbremsen. Passt. Perfekt. Komm schon. So, Carbon FRM ist jetzt der nächste hier auf unserer Liste, den wir uns hier noch holen müssen. Der sollte eigentlich mit der Bugatti vielleicht ein paar Grip-Schwierigkeiten haben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, jetzt holen wir uns. Perfekt. Nein! Jetzt habe ich den schönen Fähigkeitsbonus weggeworfen, ich Idiot. Weil ich da ein bisschen angeeckt bin. Wow, und wieder komplett quer. Und wieder quer. Aber so geht's. So, jetzt werde ich wieder ein bisschen Speed-Nachteile hier haben. Und irgendwie kein Radio an. Oder? Oder habe ich mich da gerade verhört? Ich weiß es nicht. So, 270, da könnte schon noch ein bisschen mehr gehen eigentlich. So. Bisschen auf die Bremse wieder gegangen. Das war ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Boah, Mist, ich hätte die Kurve mehr innen anfahren sollen. So kriege ich jetzt ein paar Probleme, vor allem von der Bugatti. So, und jetzt hier wieder aufpassen. Nein, das war wieder zu spät. Na, denke ich schon, da bremst du schon so früh. Und dann reicht das trotzdem nicht. Boah, rutscht über alle Viere. Oh. Jetzt werde ich überholt, ja. Verdient, weil ich bin die letzten paar Kurven überhaupt nicht gut gefahren. Und auch irgendwie ein bisschen was habe ich mir beschädigt an meiner Karre, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Weil auch jetzt, mir geht da jetzt wieder so viel zu viel quer. Deswegen, sorry, aber da muss ich jetzt mal, Alter, kurz was korrigieren. Ja, wie ich halt von diesem fucking Bordstein angezogen werde. Guck mal, was soll denn das? Wie seht ihr das? Ich fahre auf den Bordstein drauf und dann zieht es mich erstmal rum. Wahrscheinlich wegen der tiefen Federung. Dass ich dann da irgendwie aufgegabelt werde. So, komm, den holen wir uns noch. Den holen wir uns noch. Jetzt, komm, zack, innen rein. Oh shit. Jetzt ist er wieder, ja, vorbeigezogen. Na, macht das gut. Ne, den holen wir uns jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Ne, der gewinnt das Ding. Fuck die Wandern. Wirklich, fuck die Wandern. Das war, habe ich mir jetzt selber verbaut in der letzten Runde, weil ich viel zu viel quer gefahren bin. Unbeabsichtigt. Und jetzt kommt auch noch der Bugatti. Ne, kommt er nicht. Shit. Das hätten wir eigentlich locker gewinnen können. Haben aber leider nicht getan. Ich habe auch, wie gesagt, einen kleinen Schaden an der Lenkung habe ich auf jeden Fall auch gehabt. Schade. So. Ja, ja, ihr seht es auch an der schnellsten Runde. Das war wahrscheinlich die zweite. Die war halt auch wirklich gut. Aber, nee, dann habe ich es verkackt. Alter Schwede, gibt es hier viel Geld. Ist fast 20.000 Credits. Nice one. Und richtig viel EP. Knappe 10.000. Sehr gut, wenn es nächstes Rennen wieder so viel gibt, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal direkt wieder ein Wheelspin. Dürfen wir direkt mal wieder am Rad drehen. So, dann geht es jetzt zum nächsten Rennen. Dann fahren wir doch direkt hier runter, hätte ich gesagt. So. So geht er eigentlich. Der geht nicht so viel quer. Aber ich weiß nicht, was das dann war. Hier, und da schiebt er halt über alle Viere. Bisschen das Problem. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, jo, da fällt uns erstmal die Laterne auf unser schönes Auto. Nochmal einmal quer in die Menge rein fotografieren.
Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. So, und jetzt haben wir Senna Hypercars. Veranstaltung 2 von 4 Rundstreckenrennen. Okay, das rechts ist ein Hennessy, ne? Dann Huera. Und wir in unserem Aventador. So, dann würde ich sagen, geben wir jetzt wieder Stoff. So, los. Und wir schießen ganz kurz ein Foto. Ah, nein, ich muss hoch. So. Haben wir doch, sollten wir alle auf einem Bild haben. Gucken wir mal, kriegen wir die? Ich leider nur 5 fotografieren. Aber ist ja wurscht. Ist ja egal. Denn das sind wahrscheinlich einige doppelt, ne? Könnte ich mir jetzt zumindest mal vorstellen. So, aber so in Sachen Grip sind wir jetzt auch nicht gerade so die Besten, ne? Wenn ich das mir hier mal so anschaue. So. Aber ein bisschen kloppen hier. Mensch. So, den kann man doch sehr schön abkürzen. Und dann wieder sehr schön quer treiben, das Ding. So, wieder 3 Runden. Und die 2 Bugattis machen sich das Leben hier selber schwer. Oh, shit, da sind Bäume. Fuck die Wand an. Ich muss die Kurve ein bisschen weiter außen anfahren. Mensch. Fucking Huera, ey. So, wir versuchen mal ein bisschen hier am Festival. Ey, das ist doch unglaublich, wie der einfach schiebt. Das ist doch nicht normal. So, komm schon jetzt. So. Und hier rum jetzt ums Eck. Beim Anbremsen, da schiebt er manchmal so über die alle 4 drüber. So, und ab die Post. Alter Schwede, hier ist schon Start-Ziel. Okay. Aber ist cool, gibt viele Kurven. Kann man auf jeden Fall gut Zeit rausholen und immer gut Zeit gut machen. So. Hat gepasst, der Anbremspunkt. Und jetzt hier wieder hoch. Ja, perfekt. Und schön im Drift rum. Wir haben auch bald unseren nächsten Fähigkeitenpunkt, sehe ich gerade. Ich meine, so driften, das ist ja kein Problem, weil dann schiebt er nicht. So, hier rum. Perfekt. Perfekto. Und jetzt fahren wir hier wieder schön nach außen, dass wir hier richtig schön die Kurve anfangen können. Das meine ich, dieses Schieben gerade. Habt ihr das gesehen? Das ist nicht so geil. Das ist was anderes hier. Das ist ja einfach nur querfahren. So, und hier rum. Oh, shit. Wer ist denn da hinter mir? Ist es ein LaFerrari? Oder ist es der Pagani? So, und ein Fähigkeitenpunkt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jo. Weiß ich Bescheid. So, und rum. Komm schon, komm schon, komm schon. Die bleiben dran. Ja, das ist ein Pagani. Und sehr gut. Und rum. Und rum im Heck. Und wieder. Sehr gut. Und ja, perfekt. So ist es. So will ich das sehen. Immer schön im Drift hier. Ja, das ist perfekt hier. Aua. Bin ein bisschen angeeckt jetzt. Ja, komm rum. Alter. Also manchmal, da hat er so seine Probleme, ja? Aber im Endeffekt gewinnen wir das Ding. Zwar nicht locker lässig, aber schön gewonnen. Du machst dir langsam richtig einen Namen. Jawohl. Aber der zweite ist, nee, ist nicht sehr gut. Der ist nur 4. geworden in der Meisterschaft, sehr gut. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, was laber ich denn? Der hat jetzt 2x 16 geholt, oder? 32? Nee, keine Ahnung, was er geholt hat. Auf jeden Fall sind wir in der Meisterschaft vorne. Und darum geht's. Ja, gibt auch mal wieder gute 10.000, 11.000 Credits. Sehr, sehr nice. Aber gibt nicht so viel EP wie beim letzten Mal. 7.000 reicht nicht ganz, oder? Ah, ganz knapp reicht's nicht. Schade. So, aber bevor wir jetzt zum nächsten Rennen fahren, werde ich unseren Fähigkeitenpunkt erstmal ausgeben. So sage ich das jetzt einfach mal. So. Einen Wegpunkt können wir ja schon mal setzen. Ja, der ist eigentlich direkt hinter uns. Gibt es da auch einen
Nee, okay, es gibt, ich dachte schon, wir müssen jetzt wieder mit den Offroad fahren. Das wäre jetzt schon leicht assi gewesen für die Sportwagen, für die Hypercars. Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. So, jetzt nehmen wir hier unseren Fahrzeugbonus. Jawohl, Bonus freischalten. Top-Geschichte. Und wie viel brauchen wir jetzt wieder? Ich glaube, drei, oder? Genau, drei Stück. Sehr gut. So, ich habe eine Nachricht bekommen. Jo, schaue ich mir gleich an. Wir müssen nur einmal umdrehen. So, hier einmal umdrehen, bitte. Wuppa. Und rum um dem Heck. So. Dann passt das. Jo, hier, da ist der Jugosaur. Oder wie auch immer man den ausspricht. Und zack. Wir haben ihr Ziel erreicht. Das ist jetzt auf jeden Fall kein Rundenrennen. Wir hatten jetzt zweimal einen Rundkurs. Das wäre jetzt wahrscheinlich Straßenrennen, war das, ne? Also mit Verkehr. So, nicht so in der Hypercars-Sprintrennen. Nee, das ist ohne Verkehr. Das ist ohne Verkehr, aber Punkt zu Punkt. Punkt zu Punkt. So. Start mal, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, nur drauf achten. Nicht so viel. Nicht zu schnell immer fahren. So, das letzte Rennen. Alter, ja, gib mir halt einen mit. In deinem LaFerrari. Yo. Der Hennessy denkt sich, wup, wup, fahren wir mal vorbei am Lambo. Boah, shit. Aber, na, was macht der Bugatti denn da? Oh, shit. Außenrum ist nicht gut. Im Aventador. Und das waren Bäume. Chris liebt Bäume. Ja, wieso spule ich jetzt eigentlich so weit zurück? So. Und rum. Und rum. Komm, 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 komm. Stopp, stopp. Sind wir schon mal Fünfter? Schon mal nicht ganz so schlecht. Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Ah, 30% sind auch schon wieder rum. So. Und schön im Drift rum. So. Und am Königseck. Yes. Perfekt. So, und vor uns fährt jetzt dieser heftige Maserati. Oh shit, das war wieder zu spät. Das war wieder zu spät. Zu spät war das. So. Direkt mal 50.000. Direkt wieder den nächsten Fähigkeitspunkt fast. So, komm schon, wir müssen jetzt, wir haben jetzt schon 60% rum. Müssen jetzt irgendwie nach vorne kommen. So, den Bugatti haben wir. Fehlt uns nur noch der McLaren. Der P1. Das ist ein richtig geiles Auto auf jeden Fall. Oh shit, hier geht's ja nochmal rum. So. Schön ums Eck hier. Komm, 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 komm. Aber ich glaube, den holen wir nicht mehr. Der fährt zu gut. Der fährt richtig stark. Und da ecken wir nochmal gut an. Ne, den holen wir uns leider nicht mehr. Hat er gut gefahren, der Scarfar. Wieder mal. Hat man auch schon öfters mal als Konkurrent, gell? Aber ich glaube, der ist in der Meisterschaft ein bisschen weiter weg. Wenn es mir nicht täuscht. Oder hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, genau so war's. Sehr gut. Haben wir immer noch 8 Punkte Vorsprung. Bei noch einer ausstehenden Meisterschaft. So, er gibt wieder nicht so viele Credits. Aber wir haben einen Wheelspin. Auch nicht so viele EP. Ich weiß, beim einen hatten wir fast 10.000 EP einfach. Schon krasser Scheiß. So. Alles klar. Ja, wir liken das mal. Ist schon ein ganz cooles Design. So, jetzt drehen wir erstmal am Rad. Drehen wir erstmal am Rad. So, jetzt wäre mal ein Auto, wäre mal wieder ganz cool. Komm schon. Komm schon. Na, super. Schlag in die Fresse, ey. So, wo ist das letzte Rennen? Das ist ganz hier hinten. Oh, da. Ein ganz schönes Stück jetzt. Aber wie gesagt, kann sein, dass die Folge jetzt wieder ein bisschen länger wird, aber die will ich jetzt schon noch machen. Das Rennen. Oh, shit. Aber zu weit. Da ist auch ein XP-Schild. Könnte ich natürlich mitnehmen auf dem Weg, ne? Könnte ich natürlich machen. So, aber es ist nicht so wirklich direkt auf dem Weg. Ja, schon klar.
So. Ja, alter Schwede. Frau kommt gar nicht mal drauf klar. So, hier wieder am Festivalgelände vorbei. Wow. Und dann ist da hinten ist auch nochmal ein Blitzer. Oh ja, schön im Drift. Powerslide. Im Allrad. Aua. Ja, da fahre ich außen rum. Wenn ich den Schwung mitnehmen kann. So, für den Blitzer. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Speed jetzt noch drauf. Ah ne, der ist auf der anderen Seite, okay. Route wird neu berechnet. Wenn möglich, bitte wenden. Was für Route wird neu berechnet, Mann? 200 Meter nach links abbiegen. Du bist irgendwie gerade voll verwirrt. Liebes Navi, kann das? Oder liege ich da falsch? Jawohl, sie haben ihr Ziel erreicht. So, jetzt gibt es ein Street Race. Street Rennen. Das heißt wieder mit Verkehrgedöns. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin auf jeden Fall. So, Nizza Marseille Hypercross. Straßenrennen, Veranstaltung 4 von 4. Jawohl. So, jetzt müssen wir nur eigentlich auf den auf den Scarfahr drauf aufpassen. Du musst nur noch das nächste gewinnen. Dann gehört die Meisterschaft dir. Jawohl. Das werde ich auch machen. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich das gewinnen kann. Boah, Alter, da hebelt es mich wieder aus wegen diesem fucking. Boah, shit. Sorry fürs Anlehnen. Wegen diesem, na, wie heißt's? Wegen dem fucking Bordstein. Hier wird es mich gut aus. Oh, schon wieder ein Fähigkeitenpunkt. Sehr, sehr geil. So, und jetzt geht's hier. Achtung. Bremsen. Der crasht erstmal das Auto. Das ist top. Ah, Scarfa ist schon wieder Erster. Nicht so geil. An dem müssen wir ran jetzt. Der haut da richtig rein. So. Ja, passt soweit bis jetzt. Oh shit, da ist ein Auto. Nein, die Kurve. Ja, besser. Besser. Ah, jetzt geht's. Wir sind direkt hinten dran an ihm. Oh shit, da hätte ich gut abkürzen können. Ich Idiot. Ah, komm schon. Hab nicht aufgepasst. So, ja, passt. Boah, durch den Schatten hier sehe ich einfach nichts. Aber es hat gepasst, zum Glück. Ja, da musste ich einfach. Da habe ich die Situation zu spät gesehen. Dass ich da hätte gut abkürzen können. Nein, nicht da rein, nicht da rein. Oh, oh. So, komm schon. Ja, passt. Aber jetzt kommt er vorbei, oder? Er ist außen. Versucht's. Er kommt nicht vorbei. Top Geschichte. Ich habe sie noch nicht abgeschüttelt. Sind nach wie vor hinter mir. Geiler Powerslide. So. Oh, 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 oh. Der ist vielleicht ein Ticker zu viel quer. Aber es ging. Es ging. Das haben wir. Haben wir in der Taschen. Sehr gut. Nochmal einen guten Sieg zum Schluss. Ha, gut gemacht. Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Ja, waren so wie es sich gehört, liebe Freunde. Wunderbärchen-Pubärchen. Ja, noch eine Meisterschaft. Du bist auf dem besten Weg ins Finale. Auf jeden Fall. Meisterschaftsergebnisse in Nizza Marseille Hypercars. Meister. Jawohl. So, jetzt sind es nur noch 6 weitere Meisterschaften, um das Horizon-Finale freizuschalten. Natürlich super, super toll. So, ja, vom Geld her sind wir wieder ein bisschen runtergekommen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Na, nochmal 4000 EP. Das ist, gibt nicht so viel. Dieses Event hier, auch obwohl ich es gewonnen habe. Na gut. Was will man machen? Was will man tun? So, müssen wir mal gucken, was denn jetzt hier so ansteht. Das war die letzte Meisterschaft für diese Autotour. Wenn du hier in Nizza Marseille fertig bist, komm zum Treffpunkt. Dann fahren wir zurück zum Festival für die Preisverleihung. Alles klar. Und da würde ich sagen, wir nehmen uns mal ganz kurz die EP-Tafel hier noch mit. Und dann werde ich die Folge beenden. Nee, wir fahren da hier so durch. Geht schon. Wuppa. So. Wuppa. So, jetzt müssen wir irgendwo hier gucken. Hier steht es doch irgendwo. Oh, da steht es ja schon. Was? Das ist ein 15.000er Schild. Krass. Krasser Scheiß, ist unser erstes, oder? Aber wir können direkt nochmal einen Stufenaufstieg reinballern. Ich
fahre mal hier ein bisschen beiseite. So. Hier haben wir es doch. So, drehen wir direkt doch nochmal am Rad, liebe Freunde, liebe Motorsportfreunde. Und was kriegen wir? Komm schon, gib mir jetzt was. Alter, 9000 Credits, ey, ihr wollt mich doch alle verarschen. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, in die nächste Folge geht's dann Richtung Autotour zum Festival wieder. Und ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sag ciao, servus, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.